Die erste Season in Skull and Bones ist heute gestartet und mit ihr auch die beiden Battle Pässe, die die Season beinhaltet. In diesem Video möchte ich euch einmal den Unterschied zwischen beiden Pässen beschreiben und euch vor allen Dingen den bezahlbaren Premium-Pass und seine Inhalte zeigen, damit ihr wisst, auf was ihr euch einlasst, falls ihr euch das Teil kaufen wollt. Wenn euch das Ganze interessiert, dann bleibt auf jeden Fall dran, denn den Deep Dive into The Battle Passes gibt es jetzt. Ja, und damit nochmal Hallo und herzlich willkommen zu Skull and Bones. Wir schauen uns heute die beiden Battle Pässe, insbesondere den Premium Battle Pass an und schauen mal, was der so mit sich bringt, weil das ja der bezahlbare Pass ist. Neben der Premium Bezahlvariante gibt es auch noch den Smugglers Pass. Der ist frei für alle. Dafür braucht ihr nicht bezahlen. Und der ist tatsächlich auch Gameplay relevant, weil ihr über diesen eben, ja, Waffen und Ausstattung und so weiter Freischaltet die, ihr braucht um am Ende der Season den Kollegen hier Philippe Lapest äh, bekämpfen zu können. Der Premium Battle Pass ist die Bezahlvariante, wenn ihr das Spiel über Ubisoft Plus habt. Dann habt ihr ja die Premium Edition, beziehungsweise wenn ihr die Premium Edition gekauft habt, dann bekommt ihr sozusagen den ersten Premium Pass for free und zwar über ein Token. Das Ganze zeige ich euch hier jetzt einmal. Ihr müsst um das das Ganze freizuschalten, in den Shop gehen. Vielleicht noch mal ähm, wichtig zu erwähnen ist, dass ihr euren Token, das ist das Ding hier oben, nicht für diese Season ausgeben müsst. Ihr könnt den auch aufsparen für eine andere Season. Das ist euch überlassen. Den Premium Battle Pass oder wie auch immer man ihn nennen will, den Premium Kaperbrief, findet ihr hier im Shop unter den Kaperbriefen. Da haben wir hier einmal den Premium Pass und das Premium Pass Bundle, halt diese typische Variante mit ähm, direkten Freischaltungen. Ich habe jetzt noch ein bisschen von der Premium-Währung über. Deshalb nehmen wir das Bundle mit den äh, zusätzlichen Schmugglermarken. Die brauchen wir eben, um Stufen im Battle Pass freizuschalten. Wir nehmen den, dann kann ich euch direkt schon ein paar Sachen vielleicht auch in-game zeigen. Also gehen wir mal drauf. Hier sieht man direkt, man bekommt. Eine relativ nette Farbe für die Segel dazu hier so eine lustige sieht auch nett aus crew uniform oder wie man es nennen will dann gibt es schmugglerpunkte 15 stück stück vor allen Dingen stück benutze schmugglermarken um Fortschritte und Belohnungen für kaperbriefstufen freizuschalten das ist das was ich eben meinte damit könnt ihr Stufen im kaperbrief aufsteigen und Ihr bekommt natürlich zu guter Letzt den Premium Pass. Ihr könnt das Ganze natürlich auch ohne die Stufenbelohnungen holen. Geht natürlich auch, dann braucht ihr keine Premium Währung bezahlen. Also holen wir uns das Teil mal, bestätigen das Ganze und dann schauen wir hier mal in den Premium Battle Pass rein. So, das Ding haben wir. Damit ist es gekauft und dann sehen wir uns gleich in-game wieder. Um uns mal anzugucken, was wir da so bekommen. So, jetzt sind wir im Spiel, bekommen hier auch direkt die Nachricht. Der Kaperbrief ist jetzt verfügbar. Suche William Blackwood in der Nähe des Hafens auf, um mehr zu erfahren. Das machen wir direkt mal. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier in diesem Hafen auch geht, ob wir ihn hier direkt sehen können. Ich hätte vielleicht nicht rauszoomen dürfen. Gibt es hier Kaperbrief, Leute? Ich suche den Kollegen mal und äh, dann sehen wir uns gleich. So, das ging relativ schnell. Hier direkt neben dem Briefkasten ist das Schmugglernetzwerk. Mit dem Kollegen reden wir jetzt einmal. Den Story-Part habe ich mal eben übersprungen, um hier nicht ganz so viel zu spoilern. Wir können die Quest hier jetzt abgeben. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir bleiben auf Kurs. Damit haben wir... Schmugglermarken erhalten. So, nun können wir uns den Kaperbrief äh, ansehen, wir können uns noch ein bisschen Story geben lassen und eine Daily, bei der wir sogar ein Hütchen bekommen und ein bisschen Ruhm. Aber wir schauen jetzt mal in den Kaperbrief rein. Und da sind wir dann. Hier haben wir die, Hi äh, die Highlights im Kaperbrief für Season 1: tobende Gezeiten. Quartiermeister erhalte Pläne der La Potenz, um Schwachpunkte von La Pests Flaggschiff der La Potenz zu enthüllen. Das erlaubt deinen Kanonen, dem Pestkönig Schmerzen zu bereiten. Dass der Quartiermeister, der Kanoniermeister, gibt darum wieder, äh, gibt wiederum äh, die Kanone, erhalte die epische Karonade mit ihrer unerbittlichen Feuerkraft, um die Rümpfe deiner Gegner zu durchbrechen und sie auf den Meeresgrund äh, zu schicken. Und der Captain dein Flaggschiff mit der Panzerung zorniger Zwinger aus und sieh äh, sie dabei zu, wie deine Gegner an seinen giftigen Gasen ersticken. Das hier ist der Schmugglerbrief, also der Schmugglerpass sozusagen, der frei für alle ist. Hier haben wir jetzt auch das Kaperbriefmenü, sehen da direkt die Belohnungen, Herausforderungen und hier können wir uns einmal die Regeln anschauen. Bei den Belohnungen haben wir dann hier, wie gesagt, wir sind jetzt im Schmugglerpass. Das ist der, der for free ist. Da können wir jetzt die verschiedenen ja, Pässe sozusagen leveln: Quartiermeister, Kanoniermeister, Captain. Ihr könnt alle letzten Endes leveln und freischalten, um euch dann diese Sachen hier zu holen. Und man sieht auch direkt jetzt den Unterschied zwischen den dem freien Schmugglerpass und den Premiumpass. So ähnlich kennt man es auch aus anderen Spielen, wie zum Beispiel m, Diablo. Wenn man das als Beispiel nehmen will, da gibt es ja auch immer zwischendrin die freien Belohnungen und dann eben die Premium-Belohnungen. Premium erkennst du immer hier an der Krone und ähm, alles ohne Krone, sowas wie das hier. Das ist dann eben for free. Also, hier haben wir Quartiermeister, Kanoniermeister und Captain. Und hier oben, wenn wir alles abgeschlossen haben, gibt es dann eben nochmal was dazu. Das Bark Bundle bekommen wir und wir bekommen auch Skelly Welly. Und wenn das mal nicht die beste Katze aller Zeiten ist. So, also, wir gucken uns mal die verschiedenen Briefe nach und nach an und dann schalten wir ein paar Sachen frei. Wir haben hier einmal eine Rumpffarbe, die Sturmrinne, die sieht ganz nett aus. Können wir uns Details angucken tatsächlich? Können wir das Schiff auch drehen? Können wir nicht? Oh, damit schaltet man weiter. Okay, gut, also eine Rumpffarbe haben wir da. Dann hier einmal eine Segelfarbe. Die sieht ganz nett aus. Das, wie gesagt, Premium. Ihr seht es ja mal, wenn es daneben steht: Premium-Inhalte. Wir haben übrigens 16 Marken. 15 haben wir eben über diesen Stufensprung erhalten, also den Battle Pass sozusagen mit Stufensprung. Eine haben wir gerade für den Abschluss der ersten Aufgabe, nämlich mit dem Kollegen da reden, haben wir eine Münze bekommen. So, gehen wir mal weiter. Als nächstes bekommen wir fünf Torsionsfedern. Die sind frei für alle. Dann haben wir hier wieder einen Premium-Inhalt und zwar ein Emblem. Die Berührung der Tiefe. Das sieht auf jeden Fall ganz nice aus. Hat wieder so leichte Lovecraft-Wipes mit den Tentakeln. Gefällt mir gut. Kann man mitnehmen. Hier bekommen wir die keimfreie Kombüse. Die ist free for all maximale Ausdauer der Besatzung wird um 7% erhöht. Das ist auf jeden Fall stabil, kann man mitnehmen, ist frei für alle. Dann als nächstes wieder eine Premium Belohnung, genau eine Buchfarbe bekommen wir hier wieder Tiefseegrün, gefällt mir wesentlich besser als die erste Rumpffarbe, die sieht auf jeden Fall sehr nice aus. Dann müssen wir hier mal eben weiterklicken. Duk, 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 duk. Ich gehe gleich mal mehrere Schritte weiter. Wieder ähm, for free. Ein Wasserfass, erfrischendes Trinkwasser gibt es da. Kannst du immer gebrauchen. Dann wieder eine Premium-Belohnung. Das Segelmuster, der versunkene Matrose. Ja, ist nett. Habe ich aber schon bessere gesehen. Dann gibt es wieder was for free und zwar ein Reparaturset 3 und zwar 10 Mal. Das kann man auch immer gerne mitnehmen. Und hier, da wird es dann jetzt tatsächlich interessant. Eine Premium-Belohnung kennen wir auch aus anderen Battle Passen. Du bekommst in den Premium-Belohnungen Gold. Man müsste jetzt wirklich mal zählen, ich mache das mal nebenbei, wie viel Gold am Ende dabei rumkommt. Weil ich könnte mir vorstellen, dass das Prinzip eben ähnlich ist wie bei anderen Spielen, dass du dir am Ende durch das Gold, das du dir über den Premium-Pass sozusagen erspielst, direkt den nächsten kaufen kannst. Wir werden das mal am Ende durchrechnen. So, dann gibt es hier sogar for free eine Belohnung, das Segelmuster ungebunden, ja, so gesprengte Ketten. Nett, habe ich auch schon Besseres gesehen, aber zumindest auch, kann man auch an der Stelle festhalten, auch in den kostenlosen Pass sind optische Dinge als Belohnung mit dabei. Premium haben wir dann wieder eine Namensplakette: Leviathan, die finde ich definitiv cool, mit den Tentakeln hier an der Seite und äh, so ein bisschen Korallen und, und Muschelgedöns. Das finde ich sehr geil. Das sieht sehr cool aus. So, gehen wir mal einmal weiter. Hier haben wir dann wieder ein, eine freie Belohnung, kostenlos. Das Segelmuster fahrt durch den Sturm. Das finde ich sogar ganz cool. Das könnte ich mir sehr hübsch mit der Geisterschifffarbe vorstellen. Das ist nett. So, dann als nächstes eine Verzierung. Die alte... Ey, das ist... Finde ich schon sehr cool. Ich mag ja dieses ganze Krakengedöns, die alte Wetterfahne und das sieht schon sieht schon sehr nice aus. Das mag ich. Ähm, auch wieder hier mit diesen Korallenverzierungen, sag ich mal, sieht alles so ein bisschen nach versunkenem Schiff aus. Gefällt mir gut. Das ist hübsch. Wieder. Eine kostenlose Belohnung, die Zimmerei 1, Reparaturmenge durch Reparaturwaffen wird um 10% erhöht, nimmt man gerne mit. Und sogar auch for free eine Farbe, der verwundete Stolz und die finde ich sieht auch nett aus. Also kein Premium-Inhalt, sehr, sehr nice. Hier haben wir wieder ein Premium-Inhalt, die mast die funkelnde Tiefe und mittlerweile sieht man schon so ein bisschen, in welche Richtung das ganze design geht also es sieht wirklich so ein bisschen nach einem versunkenen verwunschenen äh, schiff aus das äh, finde ich sehr nice auch mit den kerzen die die krake hält ist cool so dann auch wieder premium gute laune ein emote ja äh. Ein halt. Aber warte mal, das wird als Kapitänsverschönerung geführt. Okay, schön. Dann geht's weiter mit äh, Gold. Da haben wir noch mal 100 Gold. Das werde ich mal eben zu den anderen 100 dazu addieren. Und dann gibt es for free hier die Pläne für die Lapotenz. Also wir müssen auf jeden Fall. 20 Stufen spielen, um die Pläne für die La Potenz 1 zu bekommen. Schaden gegen Schwachpunkte an gegnerischen Schiffen wird um 10% erhöht, offenbart die Schwachpunkte der, De äh, der Pestilenzflotte. Das ist das Ding, das wir bekommen müssen für die Season sozusagen. Also, ich schätze mal, das wird bei allen anderen, beim Kanoniermeister und Captain genauso sein. Dass es auf Stufe 20 dann den Bauplan gibt, den wir brauchen, um gegen die Pestilenzflotte anzukommen. Als nächstes wieder eine Premium-Belohnung. Diesmal das pa uh, da hätte ich fast geklickt. Das passende Krähennest. auch wieder sehr schön hier mit der Krakenverzierung, einem Tentakel, der nach oben geht. Das finde ich sehr hübsch. Hier gibt es dann wieder eine Free-Belohnung, ähm, ein Emblem. Das ist auch cool. For free. Also, warum nicht? Dann kriegen wir Dekoration des Steuerbereichs. Lass dich auf die Tiefe ein. Ein Kompass im Krakendesign. Ich bin gespannt. Wir haben ja jetzt quasi beim Quartiermeister im Premiumbereich ein komplettes Design fürs Schiff. Hier jetzt dieses Krakenthema. Ich bin mal gespannt. Beim Kanoniermeister und Captain müssen dann ja andere ähm, Schemas sozusagen dabei sein. Wir gucken da gleich rein. Ich bin sehr gespannt. So und natürlich das äh, Steuerrad auch im Kraken-Design rockt richtig. Also ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob die anderen beiden Designs, sofern sie welche haben, ähm, mich mehr überzeugen können als dieses hier. Ich glaube, das wird der Erste Pass sein, den ich komplett durchlevel. Ihr könnt, wie gesagt, ihr könnt, wie ihr das Ganze levelt, ist euch überlassen. Ihr könnt auch äh, mehrere gleichzeitig leveln. Ich werde es wahrscheinlich so machen, dass ich nach und nach alle level. So, wir sind fast durch mit dem ersten. Hier gibt es nochmal For Free Alswern. Dann gibt es Premium, die Galeonsfigur Umarmung des Todes. Natürlich wieder im kraken -Design. Sehr schön. Und als nächstes dann noch. Geil. Ein Feuerwerk, Zeichen des Uralten. Und da spätestens jetzt, ich habe ja vorhin schon gesagt, das hat so Lovecraft-Wipes. Lovecraft, ähm, Lovecraft -Vibes. Und da das Zeichen des Uralten heißt, wer sich ein bisschen mit der Lore im Cthulhu-Universum auskennt, ähm, der weiß, dass die Entwickler in diesem Fall tatsächlich scheinbar auf Cthulhu anspielen. Finde ich mega cool. Gefällt mir sehr gut. So, for free. Gibt es dann noch einmal hier ein ähm, Emblem? Ist nett, hat auch so ein bisschen, so wie es aussieht, den Krakenarm dabei. Und dann haben wir noch mal Währung. Es gibt noch mal Gold. Das sind insgesamt dann in diesem Pass 300. Also können wir davon ausgehen, dass in jedem Pass 300 Gold drinne sind. Das wären 900 Gold. Jetzt müsste ich tatsächlich gleich noch mal gucken, wie viel der Premium Pass kostet ob man sich dafür direkt den nächsten kaufen kann oder ob das solche Lümmel sind, dass du 1000 brauchst und nur 900 hast. Wir gucken. Letzte Belohnung dann, 1000 Achterstücke. Für alle. Kein Premium, für alle. Das ist auf jeden Fall stabil. Gehen wir in den Kanoniermeister rein? Ah, oder gibt es jetzt... Es kann natürlich auch sein, dass es nur ein Schiffsdesign gibt und wir jetzt ein Piratendesign kriegen, also ein Captain-Design. Wir gucken mal. Also auf jeden Fall erstmal for free hier die äh, Tätowierung. Ja, gibt es bessere. Dann Premium haben wir Blut und Flammen. Ich fände es echt richtig nice, wenn man die Figuren hier bewegen könnte. Das ist definitiv was, wo man nochmal nachpatchen kann. So ist es ein bisschen doof. Also, wenn du noch hochzoomen könntest, wäre es netter. Aber okay, man sieht's. Finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so geil für meinen Captain. Dann auch wieder ähm, Premium, den Haifischrock. Der hat zumindest ein bisschen was durch diese. Äh, Wie heißt es? Fluoreszierenden Schuppen? Ah, ja, richtig fluoreszierend sind die nicht. Sieht auf jeden Fall nett aus. So. Dann eine grobe Lederhose, auch wieder Premium. Ja. Würde ich alle drei Sachen nicht anziehen, ehrlich gesagt. Dann eine Rumpfarbe, die sieht äh, schon wieder ganz schick aus, wie ich finde. Kann man mitnehmen. Und hier nochmal die gehärtete Lorica. Gut. Es wäre nett, auch schon wieder. Also. Patchbedarf definitiv. Also a, wenn ich den Heini hier bewegen könnte, dass ich mir den auch von hinten und so angucken kann. Vielleicht kann ich's auch und äh, ich es gerade einfach irgendwie. Aber ich wüsste nicht, wie ich's machen kann. Vielleicht mit dem Stick. Nee. Na gut. Ähm und wenn ich vielleicht alle Teile anlegen könnte, damit ich das ganze Outfit einmal komplett sehen könnte. Trotz alledem, also ist irgendwie ganz witzig, aber ist nicht meins. Sie hast du noch die passenden Stiefel des toten Mannes dazu. Auch Premium auf Stufe 6 ist das. Ja, mein Gott. Gibt Netteres. Dann, for free, haben wir einmal die Segel. Würde ich sogar fast sagen, bis jetzt das schickste Emblem, das ich gesehen habe. Das gefällt mir dann wieder Armschienen passenderweise 100 Gold. Ich gehe davon aus, dass wir bei 900 landen. Premium eine Halskette, die würde ich sogar nehmen, aber im Verbund mit einem anderen Outfit, es ist hier tatsächlich nur Outfit drinne. Dann haben wir hier die Zahngürtel. Ja. For free. Oh, das ist ist nice, jedenfalls, wenn man einen Healer spielen will. Eine Reparaturbombarde Stufe 3. Die musst du sonst auch erstmal kriegen. Also, ja, ist nett. Eine Brandbombarde wäre netter gewesen, aber ist okay. So, hier hast du nochmal schicke Latschen. Mehr oder weniger schick. Also, das holt mich bisher alles nicht wirklich ab. Aber hier. Und sogar for free. Das finde ich nice. Ein Besatzungsskin für eure Crew. Sehen die alle so ein bisschen wild aus, aber finde ich nett, ähm, weil ich finde, da gibt es im Spiel gar nicht so viel Auswahl. Und auch noch eine Namensplakette. Die Summit. Auch for free. Nett. So, dann haben wir hier den Korallengürtel. Der fetzt. Das ist das Erste, was ich tatsächlich gar nicht so doof finde. Der ist ganz nett. Oha. Und jetzt wird es ein bisschen absurd. Die Show Ey, das könnte aber zusammen ganz gut aussehen. Das könnte... Hat ein bisschen was von Aquaman, aber... könnte okay sein. Dann hier vergoldeter Schädel umsonst. Immerhin. Dann kommen wir Zünden nochmal. puh. Ach so, soll das. Geht das nochmal? Warte mal, wir. Okay, den Schädel kann ich nicht erkennen. Aber Feuerwerk for free kann man immer mitnehmen. Dann haben wir Gold. Das macht 200 Gold in diesem Pass. Premium natürlich auch Premium. Tätowierung. Nett. Nicht mehr. Segel for free Segelmuster das ist cool auch wieder mit der ähm, Geisterschifffarbe bestimmt ganz nett okay das ist witzig das habe ich eben schon beim ähm, bei dem Vorschaubild habe ich äh, das eben schon gesehen dieses Hütchen und ich muss sagen so bescheuert wie es ist ja. So witzig finde ich es aber auch, sich so einen Hammerhai-Helm auf den Kopf zu setzen, ist schon. Das ist großes Kino. Und hey, der ist for free. Der ist tatsächlich for free, wobei natürlich auch ein bisschen schlau gemacht, weil er passt zum restlichen Set, das ihr nur über Premium bekommt. Und das ist dann vielleicht noch für den einen oder anderen, wenn er denn diesen Helm hat und sich denkt, oh, ich würde aber gerne noch den anderen Kram haben. Vielleicht. Ja, so, deshalb haben sie den for free gemacht. Aber finde ich cool, dass sie den Helm reingemacht haben, weil der ist lustig. Den kannst du nehmen. Hier haben wir noch mal Ringe. Siehst du eh kaum. Ja. Torpedo 3 for free. Ist gut. Kann man mitnehmen. So, dann hast du hier noch äh, Aquamans Armschienen. Also <laughs> das Kostüm, die, die anderen beiden, ich glaube, das waren jetzt drei Kostüme. Insgesamt in diesem Pass. Die ersten beiden fand ich, weiß ich nicht, nicht erwähnenswert, ähm, würde ich nicht anziehen. Der hier ist natürlich optisch drüber, aber wir spielen Fantasy-Spiel, also who cares. Den würde ich tatsächlich mal, oder das Kostüm würde ich tatsächlich mal anprobieren, weil es irgendwie witzig aussieht. Okay, for free, dann hier. Und übrigens, meine These ist doch nicht aufgegangen, auf Stufe 20 haben wir doch keine Blaupause bekommen. Da kommen wir gleich zu. Also hier einmal noch Segelfarbe, for free, die ist hübsch, finde ich gut. Dann hier 500 Achterstücke nur. Das macht dann jetzt 1500 Achterstücke, wieder 100 Gold als Währung. Und als letzten Punkt zweimal die Karonade. Und das müsste doch die sein, die dann Philippe Lapest verletzen kann, ne? Eine Blaupause habe ich jetzt nicht. Was hat hier gerade geklackt? Ne, ich habe nichts gemacht. Blaupause habe ich hier jetzt nicht gesehen. Zwei. Drei. Und 300 Gold. Okay, gucken wir beim Captain rein. Und dann sind wir auch gleich durch. Läuft schon lang genug das Video. Also, for free. Hier einmal. Versessen, ein Emblem. Okay, dann haben wir hier Premium, die gegerbte Haut. Das sieht cool aus, kannst du mitnehmen. For free gibt es fünfmal Gummi. Das sind ja Sachen, die kannst du gut mitnehmen. Man sieht eine Sache auf jeden Fall ja jetzt schon. Alle Premium-Inhalte bisher wirklich rein optischer Natur. Muss man sich nicht kaufen. Also, ne, fürs Spiel selber, also alles, was wirklich fürs Gameplay relevant ist, wie Materialien, Reparatursets, vor allen Dingen auch die Sachen, die wir für die Pestflotte brauchen, bezahlst du nichts. Also, hier nochmal ein Segelmuster, das finde ich sogar hübsch. Dann ein Feuerwerk for free. Das ist cool. Eine Rumpfarbe. Ich mochte die anderen, die mehr so ins Türkise gingen, mochte ich lieber. Und ja, Halleluja. Emote. Das sind immer so die Sachen, auf die ich verzichten kann. Aber for free bekommt jeder hier einmal ein Emblem wieder. Das finde ich cool. Dann hier for free ein Emblem. Finde ich sogar noch ein bisschen cooler. Okay, mir ist gerade noch nicht so richtig klar, in welche Richtung der Pass hier jetzt geht. 100 Gold. Oh, La Fortez Eins. For free. Kannst du mitnehmen. Die ist nicht schlecht. Die ist echt nicht schlecht. Ja. Dann Namensplakette: Barbarenkönig Ravager. Die finde ich schon wieder ganz cool. Und, ey, die Farbe sieht geil aus. Die ist richtig nice. Und, for free, also für alle, hübsche Farbe. So. Hier eine Schiffsverzierung. Scheinbar geht es jetzt wieder mehr in die Richtung Schiff. Aber da hat mir das andere Schiff besser gefallen. For free, einmal hier wieder ein Segelmuster und for free ein, ey, ein cooles Feuerwerk. Also. Bis jetzt, auch wenn ich jetzt schon mal so ein bisschen weiter gucke, würde ich definitiv sagen, für alle, die den Premium-Pass nicht haben, ist bis jetzt schon das hier eigentlich das Coolste, was du beim Captain ähm, for Free bekommen kannst. Dann Premium, haben wir hier einmal eine Masttrophäe und ein Feuerwerk kriegst du auch noch für Premium, da explodiert die ganze Galaxie, ganz ehrlich, das hier ist besser. Besser als das Premium-Feuerwerk. Gut, nochmal 100 Münzen. Das sind dann jetzt schon 200, ne? Hier wieder for free. Der klagende Zwinger. Ist das das Ding? Tatsächlich. Entwickelt von La Pest's Kumpan. Die Oberfläche ist geölt, um widerstandsfähiger gegen das eigene toxische Arsenal zu sein. Das ist das Ding, das wir für La Pest brauchen. Auf Stufe 20 diesmal wieder. Auf Stufe 20. Also zweimal Quartiermeister und Captain auf 20, Kanoniermeister bekommst du das Ding auf 30. Und hier einmal ein Kränennest. Aber wie gesagt, ganz ehrlich, das andere ist cooler. Gut, klicken wir weiter. Damit sind wir auch gleich fast durch. Hier einmal noch for free, einmal ein Segelmuster. Nett. Dann hier Premium, mächtige Stoßszene. Und Premium Steuerrad, das dafür aber das ist ziemlich cool, das ist nett. Okay, for free wieder eine Farbe, können wir uns auch noch mal genauer angucken. Ist, ist okay. Und eine Galeonsfigur, die rockt auch noch mal, aber wie gesagt, die, das Kraken-Design finde ich besser. Dann gibt's noch mal ein Emote for free. 500 Achterstücke, also insgesamt 2000 Achterstücke, wenn ihr alles freispielt. Und wie ich gesagt habe, 900 Gold. Und zu guter Letzt gibt's for free... Ey, die ist cool. Gibt's hier nochmal eine Segelfarbe. Und die finde ich ziemlich geil. Wenn ihr dann alles freigespielt habt, so alle 90 Sachen hier freigespielt habt, gibt's noch als Abschluss einmal hier können wir uns die Details angucken? Das Bark Bundle hilft deinen Verbündeten und wende in der Schlacht das Blatt mit diesen Bauplänen für das Heilungsschiff, die Bark, sowie das passende Dekorationsset, dreister Heiler. Also, wenn ihr alles freigespielt habt, bekommt ihr zum einen die Pläne für die Bark, dieses schicke Schiff hier, ist ein Heiler, und dazu noch das Dekorationsset, was wir hier jetzt gerade sehen. Das wird wahrscheinlich sich auf Rumpffarbe, Segelfarbe und Emblem plus Segelmuster beschränken. Und viel geiler. Ah, das kriegst du sogar schon. Oh, Moment, ein Einwand. Das kriegst du, wenn du 45 davon freigeschaltet hast. 45. Dann bekommst du die Bark. Also no FOMO an, an der Stelle. Ihr müsst nicht den ganzen Battle Pass freischalten, den halben. Dann habt ihr auf jeden Fall die Bark. Wenn ihr ihn komplett freischaltet, dann... Bekommt ihr aber das wahre Highlight dieses Passes und zwar Skelly Welly. Ja, also abschließend kann gesagt sein, ihr braucht, um die Season zu spielen, nicht bezahlen. Alle Inhalte sind for free, alle Season-Inhalte. Um die Season zu schaffen, braucht ihr auch nicht bezahlen, weil alle Parts des Premium-Passes, die relevant sind, um die Season durchzuspielen, nämlich hier die Kanone und die Panzerung und so weiter, Bekommt ihr über die freie Version? Ihr seht, ihr levelt den Pass dann genauso wie die Leute der Premium-Version. Nur ihr bekommt dann eben immer nur die Belohnung an den Steps, wo freie Belohnungen sind. Hier würdet ihr jetzt auf Stufe 1 eine Belohnung kriegen, auf 3, auf 5 und so weiter. So, wenn man jetzt Geld dafür ausgeben möchte, bekommt man jede Menge optischen Stuff. Und optischer Stuff ist halt immer Geschmackssache. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt alles, was im Quartiermeister drin ist. Sehr gut. Also wie gesagt, hier dieses ganze Krakendesign spricht mich mega an, finde ich mega geil, ähm, ist eine richtig schöne Sache. Da freue ich mich drüber. Alles, was beim Kanoniermeister drin ist, werde ich wahrscheinlich nie anziehen. Ich werde wahrscheinlich einmal hier den Aquaman machen, nur um es mal gesehen zu haben und dann wieder meine normale Piratenuniform anziehen. Also hier aller optischen Sachen für mich mehr oder weniger irrelevant. Beim Captain finde ich zumindest für die Leute, die, die die kostenlose Version haben, sind ein paar schicke Sachen dabei. Insbesondere hier ähm, das Feuerwerk finde ich sehr nett. Den Rest auch hier wieder das Schiffsdesign spricht mich persönlich nicht an, außer das Steuerrad eventuell noch. Der Rest spricht mich da nicht wirklich an. Also von daher, ob ihr euch das jetzt holen wollt, ist tatsächlich Geschmackssache. Man muss bedenken. Ich versuche noch mal eben, ähm, bevor wir das freischalten, noch mal eben herauszufinden, was der Kaperbrief kostet. Da kann ich natürlich nicht mehr sehen. Übrigens, wenn ihr den Kaperbrief normal nehmt, bekommt ihr auch die Farbe und hier die Crew, das Crew-Outfit, nur eben diese 15 Sprünge nicht. Das Ding hier mit den 15 Sprüngen, die 15 Sprünge haben 1500 gekostet, wenn ich mich jetzt nicht irre. Das sind 15 Euro. Das ist eine Menge Schotter dafür, dass du einfach nur äh, ein bisschen schneller vorankommst. Und hätte ich das hier nicht drauf gehabt, dann hätte ich es auch nicht gemacht. So. Beim Rest, ich, ich kann tatsächlich gerade nicht wirklich rausfinden. Ich, ich versuche es mal eben rauszufinden. Also ich kann gerade tatsächlich nicht wirklich ähm, herausfinden, wie teuer der Kaperbrief ist, weil ich diesen Token ja durch die Premium-Edition schon hatte. Also für Leute, die Ubisoft Plus spielen oder über Ubisoft Plus spielen, beziehungsweise eh die Premium-Edition haben, kann man natürlich zugreifen. Jetzt habe ich hier aufs nee, er hat einfach nur gesabbelt. Ähm. Kann man zugreifen, ich sag mal so, für einen Zehner fände ich das okay. Für einen Zehner fände ich es okay, weil für mich ist es oftmals weniger tatsächlich das, was ich kriege, sondern eher die Karotte vor der Nase, das Ding hier zu, zu leveln und ab und zu mal was dabei rausholen was ich gut finde. Für einen Zehner finde ich es okay. Ähm, mehr als einen Zehner würde ich, glaube ich, für die Premium, für den Premium-Pass nicht zahlen allerhöchstens noch 1499, aber dann, dann hört es auch wirklich auf. Es sei denn, da waren jetzt Sachen dabei, wo ihr sagt, die fand ich richtig geil, die will ich unbedingt haben. Dann machen ansonsten mehr wie ein Zehner mit zwei zugedrückten Augen, vielleicht 15, mehr nicht. Die Stufensprünge macht das nicht. Für 15 Euro viel zu teuer. Ähm, wir können hier nochmal eben meine Stufensprünge ausgeben. Dann haben wir das auch einmal gesehen. Ich, wie gesagt, ich ziehe jetzt erstmal den Quartiermeister durch. Zack. So. Da kriegen wir alles freigeschaltet. Dann äh, lege ich davon vielleicht gleich nochmal ein bisschen was an und zeige euch das nochmal zum Abschluss. Jedenfalls die Sachen davon, die ich cool finde. Und ähm, dann haben wir es. So, das waren alle 16 Stufen. Den Rest muss ich erspielen. So, hier sind wir jetzt einmal im Menü. Ey, diese... Overlays hier die Nerven immer so. Und das ist das Set, das tiefe Dunkel, das wir gerade freigespielt haben. Also hier haben wir einmal das. Ich lege mal alles an, was ich bis jetzt habe. Ähm, und das. Und ja, meine Crew darf auch mal so aussehen. Ach guck, das habe ich schon komplett frei? Ach so, nee. <laughs> Gut, der verwirrte alte Mann wieder. Also wir haben alles angelegt, was wir haben. Das Kränennest müsste ich dann hier über den Pass genau freischalten. Alles klar. Gut, und damit sieht das Schiff dann so aus. Finde ich eigentlich, ehrlich gesagt, ganz cool. Ich mag die Rumpffarbe. Wie gesagt, dieses Krakendesign finde ich unfassbar geil. Muss dann jeder selber wissen, ob man dafür Geld ausgeben will. So, das wurde ein längeres Video, als ich gedacht habe. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen was zeigen und äh, euch eventuell eine Kaufentscheidung abnehmen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, gerne einen Daumen da lassen, ansonsten ihr wisst, abonnieren, wenn ihr weiteren Skull and Bones Content haben wollt. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal reingehauen.